was bisher geschah. Ja, aus der Höhe nicht. Wir holen uns die Kroko. Wo ist denn jetzt? Digga, was ist das denn da unten für ein Vieh? Also diese betäubenden Pilze haben wohl nichts, haben gar nichts gebracht. Ich bin auf 10 hoch und dann instant wieder runter. Hey, ist getamed. Jetzt friss doch! Was zur Hölle? Ging mit mir ab, ey. Also ich hab Spaß auf dem Teil. Dann gehen wir den Viechern so, sobald wir zu Hause sind, essen und dann lassen wir die frei rumlaufen. Auf Akro. Ey, können wir den Sarko dann einfach auf Geschwindigkeit scannen? Du kennst ja noch das letzte Mal, wo wir einen so hoch gemacht haben, oder? Genau, der genau das Schrimp. Will ich wieder haben. Der hieß Schrimp, das war unser Maskottchen. Ja. Ey, das ist einfach. Nee, wir tun ihn nicht irgendwie, keine Ahnung, wie du ihn gerade nennen wolltest, sozusagen zum anderen. Gucke dir, wir nennen ihn einfach Schrimp 2. Wir lassen einfach dann Sarko und den Caprosuchus einfach auch wieder frei rumlaufen auf Akro. Mhm. Dann bringt ihr einfach alles um. Oha! Geh mal weg, ich will das Gefühl nicht haben. Gib mal eine Gürkapsel. Sonst schmeißt du den Caprosuchus raus, oder willst du den auch haben? Gib einfach eine Kapsel. Soll ich einfach alle dabei haben? Nice, nice, very nice. So, irgendwo hier hinten lag dieses Vieh. Ich gehe über das Baum, wo organische Polymer bei dem Teil abbauen. Einfach mit Spitzhacke oder Axt. 86. Lohnt sich schon irgendwie, ne? Aber es gewinnt einfach dann 36 Level dazu, wird einfach irgendwas über Level 100 sein. Was ist es überhaupt eigentlich reingeskillt worden? 4300 Nahrung, 1000 HP, ja, also 900 Ausdauer, ja, 900 Ausdauer. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. I said, hey, what's going on? Du hast mir den Spaß verdorben. Hey, yeah, yeah, yeah.
Hier ist ja noch so eine Leiche. Ey, noch einmal fressen, dann ist er fertig. Das ist noch eine Leiche. Liegen überall Leichen rum. Ich hab nichts dagegen, wir haben dann wirklich gut Polymer halt, ne? Ja, zumindest bis zu dem Punkt, wo es vergammelt ist, was schon in 30 Minuten ist. Aber dann ist halt eins vergammelt, das ist ja nix. Ich finde es auch schön, dass der Spino einfach schön da hinten bleibt und keinen Stress sucht. Friss, du Hurensohn! Entschuldigung, sie Hure. Wir wollen ja nicht unkultiviert bleiben. Aber wie viel hat er denn, ist die Frage von Essen? Ah, da kannst du noch 25 Sekunden warten. Irgendwie sowas. Ich glaube, immer wenn die 40 Essen verloren haben, fressen die Viecher. Und dein Vieh hat gerade 25 verloren. Ich glaube, das Krokodil ist auf Dauer sogar schneller. Und das hat halt diesen Dash nach vorne. Mit dem Krokodil, mit dem anderen kannst du, glaube ich, sogar irgendwelche Viecher graben, ne? Oh, Level 110, Digga. Nimmst du mit? Ja. So, Spino, wir kommen. Wo chillt denn der jetzt gerade? Das ist die Frage. Die Menschen einfach despawned. Der war doch hier vorne irgendwo. Da ist er doch im Wasser. Der hat mich gerade gegen einen Baum. Digga. Wenn du wieder weiblich bist, bringe ich dich um. Aua. Jetzt will nach mir boxen. Statt einfach das, wenn's rennt. Das greift gerade ein Vieh an. Also er stirbt nicht, nur das andere Vieh. Er kann gar nicht in dem Vieh sterben, das andere Pflanzen. Und sich nicht wehrt. Dieses Gegenlenken gegen die Vögel manchmal. Ah, ich glaube nicht, oder? Ach, jetzt läuft er.
Nicht ins Wasser, Spino. Lass mich runter, ich glaube, ich bin schneller zu Fuß. Und hier ist den einfach mal kannst. Geht doch. Wir brauchen langsam mal Zeit. Männlich! Geht doch. Wir müssen nur die anderen beiden überleben. Vielleicht beim Bossfight demnächst. Kannst du dir mal eine Filet in den ersten Slot packen? Ein paar Glühen, du was zu essen rein. Ja, ich hab ihm Essen reingepackt, aber im Filet geht's schneller. Schmeckt. Auf einmal suchen wir ein Spiel nur, haben eins. Ich meine, sogar männliches. Läuft besser wie mit Nexus. Ja, genau. So wie immer. Aus dem Arc lief es immer besser. So, dann hau ich dir mal ein paar Narko-Teile rein. Weil die Teile ja so unnötig schnell wiederkommen. Aus ihrer Betäubung. Das Schöne ist, wir können hier Narkobären und diese Pilze finden. Von daher sollten wir da keine Probleme haben, das Vieh im Schlafen zu halten. Mhm. Hattet ihr wirklich so welche Probleme oder was? Wir sind hier hingeflogen, haben einen gefunden, das war halt ein Weibchen, dann haben wir den geholt und sind weggeflogen. Jetzt können wir das eine Weibchen umbenennen, dann wird das ja als Putin genannt. Fertig. Nee, nee, das ist die Fladi, die Putin. Ist ein bisschen dunkel hier, oder? Staffel 1, wo unsere Viecher einfach auf neutral standen, wir ein Vieh angeschossen haben, um es zu tamen, abgestiegen sind und unsere Vögel draufgeflogen sind, um es zu töten. Alles passiv gestellt aus unserem Vögel, Digga. Ja. Aber einfach, weil wir so oft einfach von diesen Scheißviechern runtergerissen wurden und die dann einfach dumm in der Gegend rumgestanden haben und nichts gemacht haben. Digga. Alter. Oh. Ja, weil wir kein Filet haben. Ich schau weiter TikTok, Digga. Ich bin wieder da, das Vieh ist gleich fertig. Eigentlich nicht, hat noch 30%, aber es juckt mich nicht. So, dann ist jetzt gleich das Filet frisst, sollte es fertig sein. Sing with me, sing for the years, sing for the land, and sing for my tear. Alter, ich bin den ganzen Spiel hochgeklettert, Junge, ich bin krass. Ich stehe ihm auf dem Rücken. Ich tanze jetzt hier auf dem Rücken. Watch me on. Oh yeah. Was ist? Unberechenbar. Ja, watch me auf dem Rücken, Alter. Ach Gott. Oh yeah. Aha.
Jetzt friss doch, Mistviech! Bei unserem Glück musst du jetzt noch mal fressen, ich sag dir, wie es ist. Wird gleich fressen. Komm, friss, 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 ja. Lassen wir dich hier. Hab dich doch Greg gehabt. Ey, du krass. Okay, dann egal. Ja, was soll man hier noch tame? Und ist jetzt zurück? Wir können ja auf der normalen Insel noch mal gucken. Oder auf der Vulkaninsel, da gibt es auch diese leuchtenden Dinos. Die kann man bestimmt auch tamen. Hallo, was soll das? Nö. Ja, so weit komme ich nicht mit dem Gleiter. Ja, scheiße, gell? Ja, wir spielen und nicht du. Wir spielen und nicht. Dann lass dich auch graben. Noch näher ans Wasser und ich bin drin. Trinkst du? Ja. Was? Stark. Sehr stark. Glück, kommst du mal endlich, Freddy? Das Glück, dass hier kein Mistvieh irgendwo ist. Ich hätte nur Hallo gesagt. Digga, dieses Rum... Wie ich das sehe, Digga, dieses riesige Feuerding da oben, wie das da rumläuft. Toll, es... Unsere ganzen Tiere, wie die da rumlaufen, Junge, wirklich. Müsste eigentlich aus dem Wasser graben können. So, jetzt fliegen wir nochmal zurück, macht's nicht Spaß. So. Guck mal, das erste Opfer für deine Sarkos. Willst du weiterfliegen direkt?
Go Pikachu! Hallo Philolotl, was geht? Ich hol Putin raus, der scheißt mir erstmal ins Gesicht. Ja, das bist du, Freddy. So, Putin, wir kommen auf unserer Insel. Du kannst dich hier frei bewegen. Irgendeinen von den Mörsern einfach mal so. Digga, bei dem Axolotl, wie kann man Sauerstoff nehmen? Nimm Sauerstoff. Aber nur, dass du wahrscheinlich unter Wasser einfach so irgendwie das Sauerstoff von ihm nehmen kannst, oder? Ja, wahrscheinlich schon. So, dann lauf den frei rum. Hey, komm mal her. Ich komme jetzt zu einem Mörse. Der ganz rechten. Ja, ich finde, das musst du mir ganz leben, ne? Dass die ganzen Narkose mit dem Teil raus. Mal alles Polymer hier mal rein. Zement, Zement müsste man wahrscheinlich ja mit Chitin und Stein craften. Hallo Schrimp, was geht? Willst du Schrimp hier nicht rumlaufen lassen? Mach, wenn du willst. Hast du auch noch den anderen oder nicht? Wo ist denn der? Na, ja, immer noch. Im Pen. Was? Ich will ihn mehr raus. Du musst aber das Fleisch noch reinlegen, gell? Ja. Hallo Smasher. Smasher. Sechs Level hat das Vieh gemacht, holy shit. Und das, obwohl das einfach nur rumlag. So, Smasher. Lauf rum, Junge, sei frei. Stell dir vor, das Vieh wird einfach an der Luft Sauerstoff. Der smasht wirklich hier alle. Guck mal, wie der läuft. Macher, Spaß. Wo ist ein Schrimp? Hast du ihn irgendwie losgeschickt oder was? Ich hab Schrimm auf Laufen geschickt. Den sehen wir nie wieder, Digga. Ich lass die hier alle gerade frei rumlaufen. Hallo, Baylot.
Smasher läuft einfach ins, läuft einfach zum Wasser. Läuft bei ihm. Junge, da ist ein Abgrund, ne? Bonnie und Clyde laufen immer noch ineinander. Putin rennt bei Speedboot rum. Weiß ja im Ernst, wo ist Schrimp? Ist der runtergelaufen? Der erste ist da unten. Jetzt weiß ich, wo nächstes Loot rumliegt. Nice. Spaß. Jetzt muss ich kurz dran bedienen, Kappa. Das ist eigentlich meine, aber auch gut. Hm? Das ist eigentlich der Schrank, wo ich mein Zeug reingetan habe, aber auch gut. Nee, ja, ich habe nur den Quarantin rausgeholt. Doch glaube ich, ist so schlimm, wenn ich es rausholen. Oder tut es dein Leben zerstören, Freddy? Der Boden wird dir dauerhaft jetzt vibrieren, weil er einfach in Spine und in Bronte rumsprinten. Ja, das ist, merke ich schon irgendwie. Digga, Speedfoot! Ruhig! Ist ja im Ernst, wo ist Schrimp? Schrimp, ich hab Schrimp losgeschickt und auf einmal ist Schrimp nicht mehr da. Einfach Schrimp instant gestorben, lol. Das wär's jetzt. Hier unten ist Rust is Trash, alles klar. Der erste. Du bist ein schöner Name. Halt's Maul. Mann, halt's Maul, TikTok. Jetzt, ich hasse immer wieder, du gehst da durch deinen Scheiß For You schissen. Dann scrollst du dann direkt weiter runter und dann kommst du die ganze Zeit weiter zu Lies. Digga, Schrimp ist einfach wirklich nicht existent gerade. Schrimp ist einfach weg. Weißt du, selbst Phailolotl finde ich schneller wie Schrimp. Stefan ist auf seiner Killing Streak unterwegs. Die ist nicht mal auf Akro gestellt. Selbst Smasher ist noch hier. Ich schau da gerade in einen Schrank rein. Ich sehe da, what the fuck, Digga, was zur Hölle hast du da denn drin? Oh, ich hab Schrimp gefunden. Wieso hast du mit deinen und. Wieso hast du jetzt hier so viel? Oh ja. Ja, komm gucken. Spezies X Pflanzensamen? Was ja, ist das denn? Keine Ahnung, aber ich muss Spezies Z für die Leuchtenden. Okay. Hallo Schrimp. Komm Junge, ich führe dich wieder auf die Insel. Wenn nächstes jemals wieder hier zurückkommen würde, würde ich fragen, wieso er tot ist. So, Schrimp, dann lauf mal wieder. Soll ich den wirklich auf aggressiv stellen? Mach wie du willst. Damit musst du auch ein bisschen was da reingeskillt werden.
Mit seiner Aggression, Digga, Junge, was ist mit dem los? Der ist nicht mehr auf Aggro. Mich hat ein Vogel angegriffen. Verhalten. Aggressiv. So, Junge. Zerstöre. Shit, ist der schnell im Wasser. Wohin mit ihm? Guck mal seine Base-Stat von Geschwindigkeit an, Digga. Irgendwie 190 oder so. Wenn der einmal auf eine Qualle trifft, ist der so tot. Weißt du, was ich hasse? Du bist ja, sag ich mal, mit einer Spitzhacke gegen Stein hauen, du kriegst viel mehr Feuerstein raus, ne? Ja, du musst mit einer Axt dagegen. Ja, genau, tue ich auch die ganze Zeit. Das macht keinen Sinn, ich weiß. Ja, das ist, Junge, das ist triggert voll. Dass du voll mit einer Axt gegen scheiß Stein hauen musst, weißt du? Keine Ahnung. So, Ivan, willkommen bei uns. Ich habe einen neuen Freund. Er heißt Ivan. Das Vieh kann man nicht einfach reißen, Digga. So, Ivan, lauf! Geht mir dieses Scheißvieh auf den Sack, Digga, wie sie die ganze Zeit rumtrampelt, Digga. Komm, Ivan, lauf, du bist frei, du kannst laufen. Ivan, lauf jetzt! Mein fucking Screen die ganze Zeit am Wackeln, ey. Der folgt mir deswegen. Komm mit, Ivan. Snowball. Wieso hat Snowball? Wieso hat Snowball 14 normale? Wie viel GT hat der denn, Digga? Was hab ich mit dem gemacht? Snowball hat irgendwie, keine Ahnung, so 5000 GT oder so drin. Digga, der ist einfach auf unserem Haus! Speedfoot, Junge, was ist mit dir? Was denn? Ja, kein Wunder, dass die ganze Zeit diese scheiß Geräusche passieren! Der ist auf dem Haus rumgelaufen! Dieses Vieh, Alter, wirklich. Fuß im Haus.
Oha. Schrimp ist am Fighten, Junge. Was hast du getötet, Schrimp? Rust ist Trash, schwimmt im Wasser. Was macht der Magmasaurus im Wasser? Der fühlt sich einfach wohl. Du bist ein Lava-Junge, nicht Wasser. Komm her. Das Wasser ist in mir. Ist Fisch. Ich bring dich wieder an Land, Junge, komm mit. Hast du eigentlich überhaupt welche von diesen Steinen abgebaut, Freddy? Also von Metall? Ja. Nee? Wieso denn? Du Hurensohn. Ja, als ich geguckt habe, wo welche sind, waren alle weg. Ja, genau, Digga. Und da waren noch überall gefühlt welches. Als ob, ey. Ja. Also ich habe jetzt Inventarplatz leer gemacht und jetzt bin ich etwas schwerer wie vorher. Was zur Hölle? Das gibt gar keinen Sinn. Ja, Ivan Magmageddon, wenn ihr ineinander lauft, dann kann das nicht funktionieren. Warte, du hast dein Magmageddon Ivan genannt? Nee, hier unten, das ist Ivan. Ich bin zu fett für auf Ivan rumzureiten, aber. Ivan ist bei mir unten am Strand. Das ist, habe ich irgendwie so ein komisches Gefühl, ich reite mich selbst irgendwie. Zweiten Arm einfach Ivan, weißt du? Guck mal, ich anreise Ivan hier. Ist das selbst, ist genau gleich hier. Ja. Okay, Speedfoto, du bleibst jetzt stehen, Digga. Du glaubst mir zu viel rum. Das kleine Vieh kann von mir aus weiter hier rumlaufen, aber die fetten Teile nicht. Was ist das andere Krokodil? Smasher! Wo zur Hölle ist ein Smasher? Da ist Smasher, moin Smasher. Shrimp ist schon wieder weg. Ja, und ich glaube, der Magmasaurus ist kaputt. Der rennt die ganze Zeit im Kreis. Ja, ja. Seine vorherige Sitze hat ihn nämlich ein bisschen misshandelt, ne? Deswegen ist er ein bisschen gerade nicht so physisch aufs Ganze. Er braucht ein bisschen Freiraum, ne? Freddy, lass ihn. Das kannst du sicher nachvollziehen, oder? Der vorherige Besitzer war nämlich ziemlich schrecklich zu ihm. Der ist doch gestorben, der vorherige Besitzer. Ja, aber trotzdem war er ziemlich schlimm. Das war so ein Tierschänder. Imagine Next, das muss ich einen neuen Charakter machen, weil der da gestorben ist. Digga, ich würde das so fühlen, ne?
Ich will's feiern. Dann spricht er jetzt recht keine Art mehr, der Junge. Tut er das so oder so nicht, also komm. Hui! Ja, Smasher, das ist gleich, der rennt gerne gegen irgendwelche Leute gegen. Ja Leute, ich würde also sagen, das war's erstmal für heute. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken, dann like, ich mich über Benachrichtigungen, das war's und ciao. Ciao Leute.